to see. Band three near my lounge to me. Oh, oh Gott. Wo ist der Wecker? Wo ist der Wecker? Hier. Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben, diese Freunde. Es ist Montagmorgen, wenn ich nicht einen Tag durchgeschlafen habe. Ja, ich habe unten an der Beach geschlafen. Oh, lass mal aufstehen. Oh. Ich meine, was gibt es besser? Was soll ich da oben im Führerhaus schlafen? Das habe ich gestern gemacht. Es war wirklich schön, jetzt vom Freitag bis zum Sonntag hier die Zeit zu haben. Und es ist total ruhig, kaum Menschen hier, zumindest nachts. Und, ich nehme mal kurz meine Sachen. So. Und gehen wir mal langsam hoch. Ach, es war richtig schön. Batterien aufladen, alles nochmal Revue passieren lassen, was so passiert ist. Wo ich jetzt stehe und klasse, klasse. Ich glaube, ich habe in Anbetracht der ganzen Ereignisse, die mir da passiert sind, genau das Richtige gemacht. Ich habe Jeff und Roger zufriedengestellt, habe mir damit zwei Partner jeweils bewahrt und ah, Moment, nur drüber, zack, ah ja. Und eigentlich alles richtig gemacht, denke ich, soweit. Ich habe eine schöne Zugmaschine, ich habe einen Trailer, ich habe eine kleine Garage, alles gehört mir, alles ist abbezahlt. Ja. Muss noch für die täglichen Kosten so ein bisschen aufkommen. Was mir noch fehlt, ist eine Kühlbox. Aber ich schaut ihn euch an, das ist mein Zug, er gehört mir. Und jetzt kann ich endlich arbeiten, ich kann Geld verdienen und das war klasse. Und was ich sehr zu schätzen gelernt hatte hier in den heißen Nächten, weil im Führerhaus kühlt es da auch nicht so schnell ab, ist einfach oben die Klimaanlage. Das Ding ist Gold wert. Und auch die hat Roger auch nochmal alles überholen lassen. Klimaanlage, Standheizung, nochmal erneuern lassen, also ich bin total glücklich und ja, ich werde das mal kurz hier meine Sachen ins Auto packen, so, und werde jetzt mal Zähne putzen gehen, mich frisch machen, dann meine Haus- und Hofrunde drehen, dann werde ich mir einen Aufsatz einen Auftrag besorgen und dann machen wir los, also sehen wir uns gleich wieder, ne? So, wunderbar, den nehmen wir doch. Jo, ach, da seid ihr schon wieder. Jo, ich habe jetzt schon Zähne geputzt und alles und wir haben auch einen Auftrag. Ich habe ja einen schönen gefunden, sehr leichtes Gut von HMS, wo man das haben, oder wie es hier heißt, HMS. Ja, 6600 Pfund, das sind so 3 Tonnen ungefähr, ne? Und da fahren wir mal rüber dann zu HMS, bringen das zu S-Crops, einer der Filialen. Scheint eine schöne Strecke hier zu sein. Und der bringt uns auch Geld, sodass ich dann für Mai hoffentlich, vermutlich heute Abend meine Box holen kann. Ja, ich habe Haus- und Hofrunde schon gemacht, alles kontrolliert. Oh, ich liebe das Schwätzchen. Dann kommt er mal mit dazu. Ja, Geld haben wir noch 955, wobei da die heutigen Ausgaben natürlich noch runtergehen. Das heißt also, war auch hier als LKW-Fahrer, das hat sonst keiner gefunden, komplett alleine. Ja, und jetzt müssen wir zusehen, dass wir die Woche dann Geld verdienen.
Also Kühlbox ist mir jetzt wichtig, was ich aber auch gesehen habe, die also Retarder möchte ich auf jeden Fall die Maschine noch ausrüsten und ganz ehrlich, auf der Antriebsachse Nummer 1, die Reifen sind auch nicht mehr so richtig toll. Ja, die Straße ist in beide Richtungen befahrbar. Da habe ich eigentlich Glück gehabt, dass mir das letzte Mal niemand entgegengekommen ist und ich hoffe, das Glück bleibt mir gewogen. Ich liebe diesen Detroit-Diesel-Sound. Also ich kann durchaus verstehen, was die Fahrer damit verbinden. Das ist einfach ein Sound, ein Motorsound, der einfach nach Arbeitsmaschine und nach Kraft sich anhört. Klar wäre die 14-Liter-Maschine auch genial für den Truck, aber dann wäre es bestimmt alles teurer geworden. Die ist auch wirklich für Heavy Duty eigentlich gedacht. Diese haben wir eigentlich noch genügend. Ja, da unten seht ihr das. Ne? Nicht viel passiert. Das hat jetzt noch gefehlt. Also ich meine eigentlich, dass da genügend Platz gewesen wäre. Aber der Fahrer hier vom anderen LKW, der hat auch abgewunken. Auch gleich weitergefahren. Also das war, glaube ich, mehr der Schreckmoment, wenn noch die Maschine abgewürgt hatte. So langsam mit den jungen Pferden. Ja, Moment, jetzt habe ich mich aber hier verschalten. Glaube ich, noch nicht so richtig aus dem Bett raus. Gespannt, wo wir hier geladen werden. Ich hoffe, die schicken mich hier nicht neben dem großen Lowboy hier, neben den Schwerlast-Trailer rein. Good morning! Mal nachfragen. Okay. Unseren kleinen Flug hier mit den großen Maschinen. Ah, der ist zwischenzeitlich weg. Platz haben, das nehmen wir auch. So, rechts war nichts.
So. Wunderbar. Gut. Dann will ich mal ausmachen. Ich springe mal raus. Hey Sir, I'm ready for loading. Okay. Gut. Das ist erledigt. Extrem schnell. Alles vernünftig verzurrt. Dann können wir uns losmachen und Geld verdienen. Ja. Ich hatte es vorhin schon mal kontrolliert, aber dass ihr es auch nochmal seht, ne? Und alles angespannt, wir sind ready to go. So. So, ich muss hier nur mal ganz kurz ein bisschen nach justieren. Ja, ich habe bei dem Video jetzt noch mal ein bisschen den Ton ein bisschen hochgenommen vom Spielsound. Ja, das wird eine Kirby Roads. Wir haben hier einen Frachtpreis von 1,98 Dollar pro Meile. Wir sind leicht, also das ist ein sehr, sehr guter Auftrag. Ich mag diese Art von Aufträgen für Agrarunternehmen. Uiuiui. Du hast leichte Ladung, der Verbrauch hält sich in Grenzen und offensichtlich gibt es auch ganz interessante Strecken zu fahren. Das ist so mit den 3 Tonnen bzw. 6600 Pfund, die wir jetzt hinten drauf haben, als würde man quasi fast herfahren. Also, das heißt, ich kann sehr untertourig fahren, sehr, sehr dieselschonend, also verbrauchsschonend. So, mit der Fahrzeit sollte man gut hinkommen. Ich würde ganz gerne heute noch eine, wenn es geht, eine Ladung übernehmen. Ich hoffe nur, dass mir hier niemand entgegenkommt. Ich komme gerade vor wie in Kroatien, wo ich früher in Europa rumgefahren bin. Das ist auch immer um die ganzen Staus dort zu umgehen, über diese Straßen dann gewählt.
was ich jetzt, ich habe mir jetzt noch mal ein paar, normalerweise mache ich das gar nicht, von meinen Videos mal angeschaut, einfach so als Qualitätskontrolle. Was ich jetzt mal weglassen werde, das ist bei Außenfahraufnahmen, dieses Fotogeschieß. Also das stört mich ja selber. Und wenn man dazu guckt, dann hast du immer diese Klack, diese Gedenksekunde fürs Foto dazwischen. Ich finde, das stört den Videoablauf zu sehr. Pfeifen hier, dieses Puh. Das kann schon ein Stück weit süchtig machen. Also wir fahren hier auf keinen Fall zu schnell lang. 55 sind erlaubt, ich war so zwischen 35 und 40. Was hier diese drei, vier Balken da bedeuten, weil neben der 6H, also Gang. Ist das die Tankanzeige, so eine Unterstützung? Ändert sich das, wenn ich hier schalte? Das wollen wir beobachten jetzt, wenn der Tank halb voll ist. Die Tankanzeige ist. Das ist natürlich gar nichts, ne? Das sieht gut aus. So leicht ist, ich brauche sie bei der Motorbremse. Ich habe noch nicht einmal das Bremspedal, außer gerade jetzt an der T-Kreuzung. Ganz herrlich auch so einen kompletten Gang auch überspringen. Schön. Sacramento. Okay. Kommen auch schon wieder raus. Ja, jetzt meine Lebenshaltungskosten abgezogen wurden. $500 sind noch da.
ganz kurz gucken, ob das noch stimmt. Kommt mir gerade ein bisschen viel vor. Ja, sind 197 am Tag. Das müssen wir ein bisschen beobachten. Kontostand, weil wir hatten eigentlich heute Morgen noch. Müssen wir mal ins Video reingucken. Aber das waren ja 900 oder. Weil dann waren es ja 600 ein paar zerquetschte. Werden wir mal beobachten. Ich gucke nachher noch mal ins Video rein. Wie es tatsächlich war. Soll ziemlich ob der hier lang ist. Das schon dieser Nationalpark? Da bin ich mir Tonopah, was sie hier so dazugefügt hatten. Da bin ich mir gerade nicht so sicher, oder ist das eine Strecke, die ich kenne? Aber ich glaube, die kenne ich schon. Werden wir gleich sehen. Ich meine, wir fahren sie jetzt. Zieht hoch, da schön. Gibt's nichts zu meckern. Ja, strategische Ausgaben. Da habe ich mir auch den Mod gemacht. Bei mir funktioniert der gut, aber ich habe hier auch noch keine Mitarbeiter. Ich werde den, sobald ich wieder ETS fahre, auch auf ETS testen. Und da habe ich ja, wie gesagt, drei Mitarbeiter, gucke ich mir das mal an. Ich glaube, es liegt bei euch daran, wenn ihr schon ein Profil habt mit hohem Level der Mitarbeiter und viele Mitarbeiter, dass dieser Mod bei mir, der hat ein Level Cap von 15. Und da werde ich dann mal schauen beim Level Cap von 15. Ich glaube, man muss entweder neue Mitarbeiter einstellen. Wenn man zu hohe hat, dass die ja da durcheinander kommen. Dass er, wenn die schon ein Level haben von 30 oder halt über 15, dass er sie dann wieder downgraden will und dass daher eventuell negative Einnahmen bzw. Kosten entstehen, wenn die fahren. Ich habe halt für mich das Level Cap von 15, hier ist glaube ich ein Piet, ne? Alter, von 15 eingeführt, einfach damit, wenn mal welche angestellt werden, dass sie einfach nicht auch mit dem Mod zu viel Geld verdienen, weil sonst geht das nachher alles zu schnell und ihr wisst, das mag ich nicht. Ah, herrliche Gegend hier, ne? So macht Trucking Spaß. Richtig schön. Ich habe auch noch zwei zusätzliche Maps jetzt installiert. Einmal die Viva oder die Mexico Extremo. Die ist wunderbar kompatibel mit der Viva Mexico. Ich gehe nachher vielleicht nochmal meine Modliste durch im Anschluss. Am Ende des Videos. Und oder wenn ich nachher eine kleine Kaffeepause mache, gucken wir uns das mal an. Und weil da kommt nachher nämlich was. Und ich denke, da werde ich ein Päuschen machen auf der Hälfte der Strecke. Und so eine kleine Strecke ist auch für Kalifornien, glaube ich. Ich meine, die sind auch gerade gefahren. Also der ATS entwickelt sich auch richtig gut. Gibt es ganz tolle Mods mittlerweile für. Wenn ihr das seht, habe ich alles schon für diesen Trailer, für diesen Stepback-Trailer alles schon hochgeladen. ETS fahre ich gerade ein bisschen runter, weil da brauche ich so eine kleine kreative Pause, um
ja, die Story auch so ein bisschen lebendig zu halten und auch selbst Spaß dran zu haben. Und das ist halt manchmal unterschiedlich, so nach Tagesform. Oh, da vorne wird's curvy. Narrow Roads. Aber das macht der Motor hier ganz locker, ganz geschmeidig. Wir müssen eh runtergehen mit der Geschwindigkeit. Wow. Wenn du hier abstürzt, du, geht's aber auch richtig runter. Bei 1200 Umdrehungen, da hat das höchste Drehmoment 2000 Newtonmeter, also 700 Newtonmeter mehr, beziehungsweise halt beim 521er, das heißt, der hat ungefähr anderthalb Mal so viel Drehmoment wie mein alter Kenny, der jetzt beim Jeff steht. Roger hatte mich angerufen. Wir haben da so ein Band entwickelt, also total nett. Hat nochmal gefragt, ob ich mit der Maschine zufrieden bin. Das haben wir da schon nicht irgendein Verkäufer, sondern der Niederlassungsleiter anruft, dann ist das schon freundschaftlich. Weil das war jetzt nicht der Riesendeal für ihn, aber ein bisschen was hat er dran verdient. Und er wollte auch, dass ich auf einer vernünftigen Maschine sitze und selbst hat er keinen Pete da gehabt. Er hätte mich natürlich wahnsinnig gerne mit einem Peterbilt versorgt, aber es war nichts Adäquates da. Ich wollte dann auch von keinem anderen kaufen und dann hat er mir den gezeigt, Fotos zugeschickt und so. Ach, ich bin richtig happy. Da konnte ich noch beruhigen, alles gut, super Auto. Ja, da vorne hier, da ist eine kleine Tankstelle. Ich denke, da machen wir, ja, das ist die Benzin- oder kleine Tankstelle, da machen wir mal kurz Halt. Dann zeige ich euch mal ganz kurz in meiner Pause die Modliste. Ich glaube, das passt nämlich auch ganz gut, auch vom Storytalk. Das ist ja wirklich eine Pause, dann machen wir das und gucken uns mal kurz die Modliste an, dann habt ihr das gesehen. Und wenn euch das aber stört, dann sagt mir das. Ja? Weil die Tanke brauche ich nicht, wir nehmen mal den hier vorne. Ach ja, seht ihr, Yosemite National Park. Da war ich selber noch nicht. Cool. Da bin ich noch nie lang gefahren. Stark. Dann fahren wir ja zusammen lang. Umso besser. So, kleine Gruppe. Bremse. Motor aus. Spitze. Ja, dann machen wir kurze Pause. Ich zeige euch die Modliste. Und zwar von diesem Profil. Das ist jetzt hier mein Haupt-Gaming-Profil. Und das ist das ist eigentlich Rogers Profil, mehr oder weniger. Ne, Jeffs Profil, Entschuldigung. Ich muss das mal umbenennen eigentlich. Und dann gucken wir uns mal die Modliste an. Wir fangen mal ganz unten an. Ich habe also hier die Viva Mexico, dann die HBS Mexico Extremo und oben drüber dann die HBS Resources. Ne? So müsst ihr die anordnen. Die Maps mache ich immer ganz unten hin. Und dann die US 95 Remake. Dann haben wir hier vom guten Jessicat so ein paar Pakete. Truck Traffic Pack, hoffe ich mal, dass demnächst noch ein neues kommt. Aber was jetzt schon released wurde, ist ein Painted Truck Traffic Pack, die 141. Und ein IE Traffic Pack 4.9, das ist auch für 132. Und hier, der wirft hier manchmal ein, zwei Texturfehlerchen. Ist jetzt nicht gravierend, aber ich denke mal, da wird der gute Jessicat auch noch nacharbeiten. Dann haben wir den Route Advisor, das ist halt, dass mein Route Advisor oben angeordnet ist mit der kleinen Map und nicht in diesem hässlichen Fensterchen. Kabinenaccessoires, also alles, was in der Kabine drin ist. Dann haben wir hier nochmal Sysys Mega Pack Add-on für SCS Trucks, dann halt der Ersatz dieser Blinke-Symbole, HN Immersive Symbols, Soundfix Pack. Sysys Megapack, dann Non-Flared Vehicle Lights, da habe ich jetzt diesen Mod hier reingenommen. Dann haben wir hier meinen geliebten Freightliner, FLD, dann die Big Tags, diese LED Beacon Packs, das heißt also Rundumleuchten,
Dann hier U-Haul, UPS, das habe ich schon mal langsam mit reingenommen. Real American Gas Stations, mein Hard Economy Mod, den ihr auch habt. Also das ist der hier oben, ja. Auch, das sind auch selber Tester, die Version, die ich habe vom, ach Gottchen, im Steam Workshop. Ich habe hier nochmal eine andere, die ich immer mal teste und verändere. Jetzt ist allerdings erstmal die hier, die teste ich mal umfangreich. Und dann haben wir hier noch die No Empty Benches and Chair. Das heißt, das ist die Fußgängerzone, einfach die Bänke und die Stühle und die Tische einfach ein bisschen belebter und besetzter sind. Ne? Ja, das ist so zu meiner Modliste. Hier sind noch ein Haufen anderer Mods drin, die, wenn ich sie nicht benutze, auch nicht aktiviere. Und man muss sie auch nicht überladen, die ganze Geschichte. Die sollten alle funktionieren, bis jetzt auf hier den T609. Den muss ich noch updaten zum 132er, der 908 auch zum 132er. Dann hier der FLB, ja, das sind traumhaft schöne Maschinen. Merkt, ich habe so ein bisschen Nan an diesen älteren Maschinen gefressen. Es müssen jetzt nicht immer die allerneuesten sein. Ja, ich könnte mal die hier nochmal mit austesten, mit der hier wirft. Das wäre ganz interessant. Und ich hatte auch noch mir so einen Sound-Mod heruntergeladen. Den sehe ich jetzt aber hier nicht, komischerweise. Wir haben die Soundfixes, wir haben die Gas Stations. Ne, der ist hier nicht mit dabei. Komisch. Dann muss ich ihn vielleicht doch nochmal. Ah, dann habe ich da vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Gut. Das war es eigentlich schon. Moment, was haben wir jetzt hier gemacht? Was habe ich noch dazu genommen? Ah ja, jetzt gucke ich mal, ob hier die Original Company Truck Skins, ob das funktioniert bei den SCS Trucks, dass es einfach ein bisschen belebter aussieht. Ne? Gut. Dann machen wir hier weiter. Und ich hole mir noch kurz einen Kaffee und dann geht's weiter. So, ach, fertig. Ach, das seid ihr ja schon. Ihr nehmt auch gar keine Rücksicht, ne? Unfassbar. Ja, Freunde, es ist jetzt nicht mehr um 3, sprich kurz nach 2 sind wir hier angekommen auf dem Parkplatz. Hatte ich ja noch ein bisschen was gezeigt, die Mods und so weiter. Es ist jetzt kurz nach 5 und mein Auftrag ist gestrichen, weil mein Trailer ist zu lang. Ich komme hier nicht in diesen Nationalpark rein. Tatsächlich schmeißt mich das Spiel immer, bringt eine Meldung und schmeißt mich raus. Und das hat tatsächlich etwas mit der Meldung zu tun, mein Trailer ist zu lang und kommerzielle Transporte sind hier auch nicht zugelassen und das Spiel schmeißt dich raus. Ich habe alle möglichen Mods ausprobiert, hin und her, mit dem LKW, keine Ahnung, den habe ich jetzt natürlich nicht rausgeworfen, das muss ich nochmal irgendwie mit einem Standardprofil machen, hier hochkommen mit so einem Auflieger, ohne Auflieger, das nochmal austesten, aber vielleicht wisst ihr da ja auch schon ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, back to story. Die Flüge müssen da ganz schnell hin. Ich darf hier nicht durch, das habe ich einen riesen Fehler gemacht in der Disposition. Das wusste ich einfach nicht, dass ich hier nicht lang darf. Und ich habe jetzt mit denen telefoniert, weil ich müsste wieder zurückfahren, ganz außen rum. Er hat gesagt, kein Problem, für den ist relativ schnell. Der war eh da in der Nähe, hat eine Forstmaschine hier in den Nationalpark reingebracht. Ist hergekommen, hat hinten so einen Stapler dran direkt und hat das auf einen kleinen Trailer umgepackt. So dass ich jetzt leer bin und Bezahlung gibt es dafür natürlich keine, also nicht mal anteilsmäßig, weil er sagt, er hätte zusätzliche Kosten gehabt und so weiter. Tja, so dass ich jetzt hier leer stehe und auf meinen Kosten sitzen bleibe. Das ist echt doof, also. What can I do? Gerade ein bisschen frustriert, aber bringt ja alles nichts. Ich werde mal mich kurz reinsetzen an den Rechner, aber hier oben hast du auch keinen. Ich muss mal gucken, ob ich überhaupt Empfang habe. Und
Mal gucken, ob ich hier einen Auftrag kriege irgendwo. Also das ist Käse. Quasi ein kompletter Tag, weil ich habe jetzt gerade noch eine Stunde Zeit, ja. Mir ist ein kompletter Tag jetzt flöten gegangen. Ja. Das ist so, wie es derzeit aussieht. Dann schwinge ich mich mal rein. Und das ist immer weg. Und dann gucken wir mal, wo wir hier was finden. Aber das ist echt, boah, heftig. Dumm gelaufen. Das gerade, wo ich jetzt hier, das ist immer ärgerlich. Aber gerade natürlich in Oakdale gibt es nichts für mich. Ich überlege, ob ich hier Pause mache. Ob ich das jetzt hier, ob ich warte, hier gibt es auch nichts. Ich müsste viel zu weit fahren. Ich darf nicht durch den Nationalpark. Oakdale ist nichts, Stockton ist nichts. Hier hinten gibt es was. Das ist aber echt weit, Leute. Ich würde, bringt jetzt eh nichts mehr. Ich komme ja kaum noch bis Oakdale. Da ist ja kaum noch ein Parkplatz. Ich könnte höchstens irgendwie runterfahren. Ich muss mal kurz auf die Map gucken. Von hier aus bis Oakdale. Ja doch, da komme ich hin. Also ich wieder ein bisschen runterkomme. Ja, das würde genau mit der Pause passen. Dann fahre ich dafür sowieso nicht weiter. Dann fahre ich jetzt hier nach Oakdale, mache da Pause und gucke mal, ob ich nicht heute Abend oder so noch was kriege. Vielleicht sogar Bushnell oder so. Oder Bushnell oder whatever it is. Dass wir, aber dass man die Zeit jetzt noch nutzen können. So, Bremse ist drin. Ja, zwischendurch auch ein bisschen geregnet, das seht ihr noch. Also an meinen Mods scheint es nicht zu liegen. Ich hätte eigentlich den PKW mal vorlassen können. Wir brauchen 1,20. Wenigstens können wir einen Kaffee da holen in der Zeit. Aber ich brauche Einnahmen. Das ist sonst, mache ich sie nicht mehr lange. Das wird wahrscheinlich auch vorhin, wo es so teuer gewesen. Oh nee. Natürlich habe ich eine Polizei hinten dran. Nee. Oh. Jetzt lieber Licht an hier. Ah, jetzt läuft es aber auch Käse hier. Oh. Oh nee. Muss echt aufpassen. Ja, na klar. Hätte ich mal lieber vorgelassen. Also jetzt kommt es aber auch richtig hammerdicke. Da muss ich die Bank anrufen nachher. Eine Stunde brauche ich noch. Damit aus 53, nein, mit diesem blöden 30 hier, und dann hinten noch die Bullerei hinten dran. Oh, ich werde irre. Es kann ganz böse enden jetzt. Können wir gerade richtig ins Knie beißen. Komme ich da nie an. Nach dem Big Day habe ich den Eindruck, es kommt der Bad Day. Oh boy, oh boy. Hier war doch, war hier mit 30, ich habe es jetzt hier vielleicht wieder freigegeben. Ja.
Oh nee, komm. Oh. Verdammte Axt, ey. Wisst ihr, wie teuer das wird, wenn... Oh Gott. Wenn ich die Fahrzeit überziehe? Das wird richtig teuer. Richtig teuer. Minuten. Oh nein. Es gibt doch halt mal wieder bitte frei. Das kann ja nicht wahr sein, dass wir hier die 30 haben. Nee, hier sind immer noch 30. Ich werde irre. Ich weiß, dass ich was finden muss. Oh, SCS, schönen Dank. Vorne ist wieder 50, oder? 55? 50. Die hauen jetzt hier keinen rein und machen wieder 30. Ja, ich weiß. Warte, dann geht's jetzt schnell. Kurze Folge. Ich muss zusehen, dass ich da den Motor abstelle, das Auto abstelle, unterhalb der Zeit. Weil sonst wird es richtig, richtig teuer jetzt. Und da weiß ich nicht, ob ich mich davon noch erholen kann. Ja. Gut, ich mache jetzt hier nicht lange rum. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Und bis zum nächsten Mal dann. Ciao.